Bei uns Jonas Noske. Jonas, ihr habt gerade nach Penalty gegen Augsburg gewonnen. Mal kurz deine Stimme zum Spiel, bitte. Ja, war nicht ganz so einfach. Haben uns das Leben selber schwer gemacht in manchen Strafzeiten. Aber sind dann doch, haben Charakter gezeigt und sind gut zurückgekommen. Du hast in der letzten Saison sehr viel hier DEL bei der DEG gespielt. Dieses Jahr bist du eigentlich hauptsächlich bisher in Bad Nauheim in der zweiten Liga gewesen. Wie war das für dich? War das jetzt ein bisschen eine Enttäuschung? Nee, das ist keine Enttäuschung. Ich meine, in Bad Nauheim, das ist zweite Liga, das ist super Niveau. Und ich habe da viel Eiszeit bekommen, die ich vielleicht hier hätte nicht kriegen können. Das hat mich auf jeden Fall weitergebracht und ja, ich bin dankbar dafür. Wie sieht das eigentlich dann praktisch aus? Wie oft trainiert ihr? Wie läuft das so ab? Musst du dann jedes Mal von hier runterfahren oder hast du da quasi eine Dienstwohnung? Also ich wohne in einer Wohnung, aber es hängt halt davon ab, wann ich da sein muss, für wie viele Spiele. Mal sind es 2 Tage, mal sind es 4 Tage, mal ist es auch eine ganze Woche. Ich habe da eine Art WG mit einem Mitspieler da, da kommen wir auch gut zurecht. Das ist schon gut. Jetzt läuft ja gerade die U20-WM in Kanada. Wie enttäuscht bist du, dass du nicht endgültig mit aufgestellt bist? Ja gut, klar ist man enttäuscht, aber machen kann man daran jetzt auch nichts. Ich bin froh, jetzt hier spielen zu können, meine Eiszeit hier zu bekommen und ja, tja, was nicht sein soll, soll nicht sein. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Mal auf eine ganz alte Geschichte. Vor 3 Jahren, glaube ich, war das noch in der DNL. Da hast du so einen schweren Kieferbruch gehabt. Wie kann sowas passieren? Du hast ja mit Gitter gespielt. Ja, das war ein bisschen unglücklich, weil ich einen Check unter das Kinn gekriegt habe und das Gelenk dann halt in der Ankerung abgebrochen ist. Und ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen, das ist aber unglücklich gewesen. Also passieren kann das immer mal, aber es ist selten. Ja, weil man eigentlich denkt, mit dem Gitter ist man geschützter. Ne? Bist du operiert worden und hinterher hat man dann noch ein bisschen Muffen, wieder aufs Eis zu gehen? Ah, nee, also man muss am Anfang natürlich aufpassen, weil es ist halt alles frisch operiert und die Platten, die habe ich immer noch drin und die Schrauben und da muss man halt mit aufpassen. Aber da denkt man dann nach der Zeit nicht mehr dran, das ist ja dann irgendwann wieder, ja, sozusagen Schnee von gestern. Und apropos Schnee, es schneit draußen, beste Einstimmung aufs Wintergame. Wie sind deine Gefühle dazu, beziehungsweise was erwartet ihr überhaupt? Ja, natürlich, wir sind alle, wie sagt man, wir erwarten natürlich alle ein gutes Spiel und sind heiß auf das Derby in der großen Arena. Ja, dann ja, hoffen wir auch, dass die Halle voll ist und haben einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Spiel. Wunderbar, danke Jonas Noske.